Cyberport präsentiert das Sony Xperia XZ2. Mit dem Xperia XZ2 bringt Sony den Nachfolger des XZ1 auf den Markt. Dabei fallen schon optisch große Veränderungen am Smartphone auf. Was außen und innen erneuert wurde, zeigen wir euch jetzt im Testbericht. Zuerst die technischen Daten. Das XZ2 ist 15,3 cm hoch, 7,2 cm breit und 11,1 mm tief. Das Gewicht liegt bei 198 Gramm. Das Display ist 5,7 Zoll groß und löst mit 1080x2160 Pixeln auf. Für die Leistung ist ein Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core-Prozessor verantwortlich, wobei 4 Kerne mit 2,8 GHz und 4 mit 1,8 GHz takten. Hinzu kommen 4 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher für Daten und Anwendungen ist 64 GB groß und kann mittels MicroSD um bis zu 400 GB erweitert werden. Statt der SD-Karte gibt es außerdem die Möglichkeit, eine zweite Nano-SIM-Karte einzulegen. Dank einer vollkommenen Überarbeitung wirkt das XZ2 sehr viel moderner als sein Vorgänger. Die Ecken und Kanten sind Sony untypisch runder geworden und die Displayränder schmaler. Dabei besteht die Vorder- und Rückseite aus kratzfestem Corning Gorilla Glass 5, welches auf der einen Seite sehr edel aussieht, auf der anderen aber auch für Fingerabdrücke anfällig ist. Der Rahmen besteht aus Aluminium und zeigt keinerlei Spaltmaße. Insgesamt liegt das Smartphone angenehm in der Hand, einzig das Gewicht von knapp 200 Gramm sehen wir als kleinen Kritikpunkt. Der fehlende Klinkenanschluss ist wie immer Geschmackssache. Sony hat deswegen auch einen USB-Typ C zu Klinkeadapter mitgeliefert. Der Fingerabdrucksensor ist im Vergleich zum Vorgängermodell auf die Rückseite gewandert. Zur Freude der Nutzer ist unser Testgerät zudem nach IP68 und IP65 Standard wasser- und staubgeschützt. Wir geben zusammenfassend ein Gut. Das 5,7 Zoll große IPS-Display löst mit 1080x2160 Pixeln im 18:9 Format auf, was insgesamt eine Pixeldichte von 424 ppi ermöglicht. Einzelne Bildpunkte sind somit nicht mehr zu erkennen. Richtig punkten kann das Panel vor allem bei seiner maximalen Helligkeit von knapp 700 Candela pro Quadratmeter. Dadurch sind die Bildschirminhalte auch bei Sonnenschein und Nutzung im Freien sehr gut ablesbar. Dank IPS ist das Display blickwinkelstabil, verliert jedoch an Helligkeit. Die Farb- und Kontrastwerte liegen wiederum auf einem guten Niveau. Fürs Display geben wir den Daumen nach oben. Kommen wir zur Performance. Zum Einsatz kommt der Qualcomm Snapdragon 845. Der 8-Kerner liefert im Zusammenspiel mit 4 GB Arbeitsspeicher und der Adreno 630 Grafik echte Höchstleistung ab. Ob Surfen, Videostreaming oder auch Smartphone-Spiele, alles läuft schön flüssig und ohne unnötige Wartezeiten. Klasse gemacht! In Sachen Software setzt der japanische Hersteller auf Android Oreo 8.0. Hinzu kommt der Sony-Stempel mit eigenen Icons, Apps und Features, die wir aber nicht als weiter störend empfinden. Neben der obligatorischen PlayStation-Werbung erregt vor allem der 3D-Scanner Aufsehen. Mit etwas Ruhe, Geduld und mehreren Anläufen könnt ihr mit Hilfe der Kamera ein 3D-Bild von euch oder einem Objekt kreieren. Das erstellte Modell kann dann als Profilbild für Facebook und Co., origineller Bildschirmhintergrund oder Augmented Reality Avatar genutzt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, andere Betriebssysteme in der Sony Developer World Funktion zu installieren und somit das Smartphone komplett zu individualisieren. Wir geben ein sehr gut. Kommen wir zu den Kameras. Hierbei löst die Frontkamera mit 5 Megapixeln auf, während die Hauptkamera eine Auflösung von 19 Megapixeln bei einer maximalen Blende von f2.0 bietet. Bei guten Lichtverhältnissen knipst die Kamera damit auch scharfe, natürliche Bilder. Sobald das Licht aber abnimmt, werden ein deutliches Bildrauschen sowie Bildfehler sichtbar. Auch ein optischer Bildstabilisator fehlt. Dafür punktet das Sony bei Videoaufnahmen. Mit dem XZ2 ist auf einem Smartphone nämlich erstmals die Aufnahme von 4K-Videos mit HDR möglich und die meistert unser Testgerät auch sehr gut. Außerdem steht ein Aufnahmemodus mit 960 FPS, also Super Slow Motion in Full HD zur Verfügung. Wir geben insgesamt ein Gut. Der fest verbaute Akku fasst 3180 mAh und liefert eine sehr gute Betriebslaufzeit. So geht bei durchgehender Nutzung mit Videostreaming und Surfen nach etwa 10 Stunden das Licht aus. Bei normaler Nutzung hält eine Akkuladung gute 2 Tage durch. Dank der Schnellladefunktion ist das XZ2 nach knapp 1,5 Stunden wieder komplett aufgeladen. Zusammenfassend ein sehr gutes Ergebnis. Unser Fazit.
Mit dem Xperia XZ2 hat sich Sony dem modernen Design der anderen Flaggschiffe auf dem Markt angepasst und es hochwertig verarbeitet. Auch in puncto Performance, Software und Akku kann das Smartphone überzeugen. Einzig die Kamera enttäuscht etwas. Wir geben daher 4 von 5 Cyberstars.